Hey, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe mich die letzten Tage viel mit der Garmin Epix beschäftigt, bin sehr tief eingestiegen in die ganzen Menüs, den ganzen Funktionsumfang und ich möchte gerade Anfängern, Einsteigern damit weiterhelfen, sich schneller mit der Uhr zurechtzufinden, schneller den vollen Funktionsumfang nutzen zu können. Dieses Video ist etwas länger geworden, deshalb habe ich euch unten in der Infobox und auch in der Zeitleiste bei YouTube Sprungmarken verlinkt und ein Inhaltsverzeichnis. So könnt ihr dann direkt zu den Themen springen, die euch zu Epix besonders interessieren. Ich würde mich natürlich auch immer sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. So könnt ihr meine Arbeit nämlich ganz einfach unterstützen. Und wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo, denn so verpasst ihr in Zukunft keine Videos mehr. Und jetzt starten wir direkt mit dem ausführlichen Einstellungs- und Menüvideo zur neuen Garmin Epix. Bei der Epix zum Einsatz kommt ein helles, strahlendes AMOLED-Display, was definitiv das beste Display ist, was jemals in einer Garmin-Uhr verbaut wurde. Im Vergleich zur Phoenix-Serie, wo ja das MIP-Display verbaut ist, haben wir eine viel hellere Farbdarstellung, einen viel stärkeren Kontrast, sodass das Display dann dank der guten Helligkeit auch im Outdoor-Bereich hervorragend ablesbar ist. Gerade im direkten Vergleich mit dem MIP-Display, das hier ist jetzt die 5 Plus, aber die gleiche Display-Technologie, wo wir eine Hintergrundbeleuchtung haben, sieht man, wie viel stärker das AMOLED-Display strahlt. Ich habe jetzt hier die stärkste Helligkeitsstufe eingestellt und man sieht, man kann auch hier ein Always-On-Display aktivieren. Allerdings aktualisiert sich die Uhrzeit dann nicht fortlaufend. Das heißt, wir haben nicht wie beim MIP-Display einen fortlaufenden Sekundenzeiger, sondern das Display wird dann erst wieder aktualisiert mit dem Sekundenzeiger, wenn wir das Display entweder durch Berühren des Displays, durch Drücken eines Buttons oder auch durch die Handgelenkgeste aktivieren. Die Epix gibt es nur in einer einzigen Gehäusegröße von 47 mm, allerdings in unterschiedlichen Materialvarianten. Das hier ist jetzt die Stahlvariante mit einer Edelstahllünette und einer Edelstahlrückseite. Es gibt aber auch noch eine Saphir-Variante, die dann statt Gorilla-Glas Saphirglas hat und eine Titanlünette und eine Titanrückseite. Hier die Stahlvariante wiegt 76 Gramm und die Saphir-Variante knapp 70 Gramm. Beide Varianten haben ein 22 mm Quick-Fit Armband, was sich schnell und einfach austauschen lässt. Und die Armbänder sind auch kompatibel dann mit vorherigen Armbändern, die man vielleicht schon gekauft hat. Die Rückseite wird geprägt von dem optischen Herzfrequenzsensor, worüber auch die Sauerstoffsättigung im Blut gemessen werden kann. Das ist der Garmin Elevate der vierten Generation. Im Vergleich zu den Vorgängermodellen hat er sich optisch etwas verändert, aber wir haben dann auch hier eine Glasrückseite und hier wird nicht mehr auf Kunststoff und auf Epoxidharz gesetzt, was gerade langfristig für mehr Robustheit sorgen sollte. Hier haben wir dann noch die Ladekontakte, da die Uhr ausschließlich über das Ladekabel geladen werden kann, da es bei Garmin leider noch kein induktives Laden gibt. Das Ladekabel ist nach langer Nutzung der Uhr irgendwann abgenutzt, hält an den Ladekontakten nicht mehr so gut, sodass es eigentlich Zeit wird, dass Garmin bei den Uhren auch das induktive Laden integriert. Neben der Edelstahl-Lünette bzw. Titan-Lünette bei der Saphir-Variante haben wir als Grundgehäuse einen faserverstärkten Kunststoff. Was man jetzt hier sehr schön an der Lünette sieht, ist, dass sie auch bis hier auf die Befestigungsstege des Armbands übergeht, dass dann auch die Schrauben im Vergleich zur Phoenix 6 jetzt nicht mehr direkt auf der Lünette sind, sondern die sind hier auf die Befestigungsstege der Armbänder gewandert. Und das dürfte dann auch langfristig für noch mehr Robustheit sorgen, da natürlich dann auch hier dieser Bereich durch die Lünette zusätzlich geschützt ist. Bedient werden kann die Uhr über drei Bedienbuttons auf der linken Gehäuseseite, zwei Bedienbuttons auf der rechten Gehäuseseite und hier der Start- und Stopp-Button ist mit so kleinen Schutzstegen versehen, die dann eine Fehlbedienung verhindern sollen. Das Herzstück ist aber definitiv das helle strahlende AMOLED-Display, 1,3 Zoll in der Größe, 33 mm im Durchmesser, eine Auflösung von 416x416 Pixeln und man kann das Display natürlich auch über Touch bedienen. Das heißt, neben den Bedienbuttons haben wir dann auch die Möglichkeit, das Display ganz einfach durch Fingerberührungen zu berühren und auch durch Menüpunkte zu swipen, zu drücken und wir können ganz einfach
einfach auch wieder in Menüpunkten zurückspringen, indem wir von links nach rechts scrollen. Das funktioniert sowohl in diesem Menüpunkt als auch in anderen Menüpunkten, aber wir können natürlich die Uhr auch weiterhin, wie wir das auch schon aus der Vergangenheit kennen, ganz einfach über die Bedienbuttons bedienen, wobei dann der Button unten rechts immer wieder der Zurück-Button ist, womit wir in Menüpunkten zurückspringen können. Gerade die Kombination dann aus den Bedienbuttons und dem Touch-Display macht diese Uhr aber dann so innovativ. Das ist gerade dann bei der Kartenfunktion ein ganz großer Vorteil. Bei der Kartenfunktion können wir dann ganz einfach durch Wischen mit dem Finger über die Karte ganz einfach scrollen und durch Tippen auf das Display bzw. auf die Karte können wir dann in der Karte reinzoomen. Wir können aber auch die Bedienbutton zum Rein- und Rauszoomen benutzen, sodass das Display dann nicht vom Finger verdeckt wird. Und gerade diese Kombination von Touch und den Bedienbuttons macht die Uhr so innovativ und gerade dann bei der Kartenfunktion macht das Touch-Display Sinn und ist sicherlich auch dann die größte Verbesserung im Vergleich zur Phoenix 6-Serie. Was ein ganz wichtiger Punkt bei dem Touch-Display ist, ist, dass wir selber entscheiden können, wann dieses aktiv sein soll und wann nicht. Wir können es auch, wenn wir es gar nicht nutzen wollen, komplett deaktivieren. In den Systemeinstellungen können wir das ganz individuell entscheiden. Entweder wir können es bei der allgemeinen Nutzung deaktivieren, während einer Aktivität deaktivieren oder auch beim Schlafen. Hier haben wir dann die individuellsten Einstellmöglichkeiten und wenn wir sagen, wir brauchen gar nicht das Touch-Display, können wir es auch bei der allgemeinen Nutzung einfach komplett deaktivieren. Bei den Aktivitäten ist es, wie man jetzt sieht, standardmäßig deaktiviert. Ich empfehle aber, das ganz individuell je nach Aktivität zu entscheiden. Gerade beim Wandern, wenn man dann die Kartenfunktion nutzen möchte, macht das Touch-Display da schon Sinn. Beim Schwimmen würde ich es höchstwahrscheinlich aber dann eher deaktivieren. Eine Neuerung hier bei der Epix ist jetzt neben der Touch-Bedienung auch, dass wir direkt über das Display-Design, also dieses Uhrendesign, das Watch-Face, auf bestimmte Datenfelder zugreifen können. Man sieht ja hier bei der Uhrenansicht sind rundum Datenfelder, zum Beispiel hier das Barometer, links die Schritte, hier unten der Akku. Und hier können wir dann durch langes Drücken auf das jeweilige Datenfeld dann in das jeweilige Widget hineinspringen. Wenn wir jetzt zum Beispiel in das Widget für die Kalorien möchten, dann drücken wir einfach oben einmal lange auf dieses Kalorien-Widget und dann springt die Uhr da direkt hin. Das ist auf jeden Fall nochmal eine ganze Ecke einfacher, als dann hier durch die Widgets durchzuscrollen und die jeweiligen Widgets darüber aufzurufen. Das funktioniert grundsätzlich mit allen Widgets, die man sich hier draufgesetzt hat. Das heißt, auch hier über die Herzfrequenz könnte ich dann an diesem Punkt springen und dann kann man auch durch Wischen über das Display zum Beispiel bestimmte Herzfrequenzen zu bestimmten Zeiten nochmal abrufen. Das ist auf jeden Fall ein innovativer Fortschritt, dass man direkt über das Display-Design auf die Widget zugreifen kann. Man kann sich das Display-Design aber auch ganz individuell anpassen. Wenn wir lange den mittleren linken Button drücken, können wir dann in die Display-Design-Einstellungen und dort finden wir dann unterschiedliche Display-Designs, die wir natürlich ganz individuell nach unseren Wünschen anpassen können. Wir können das Layout ändern, wir können die Daten ändern, die dort angezeigt werden sollen, aber auch die Farben lassen sich ganz einfach und individuell nach den eigenen Vorlieben anpassen. Wenn wir auf der Uhr nach oben oder nach unten scrollen, kommen wir dann in diese Widget-Einstellungen und da sieht man, da hat man dann die unterschiedlichsten Widgets, auf die man zugreifen kann. Das sind natürlich die ganzen Fitnessdaten, die die Uhr über den gesamten Tag sammelt, aber das können auch Trainingsdaten oder Kalender oder Benachrichtigungsfunktionen vom Smartphone sein. Diese ganzen Widgets, man sieht, die sind jetzt doch recht klein dargestellt, aber gut zusammengefasst, kann man sich auch individuell nach den eigenen Wünschen anpassen. Wenn man das Ganze zu unübersichtlich findet, kann man einfach einmal nach ganz unten scrollen. Da gibt es dann den Punkt Bearbeiten und da kann man sich dann bestimmte Widgets auch natürlich wieder rauslöschen und aber auch die Position der einzelnen Widgets abändern. Ich denke, es würde den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt jedes einzelne Widget durchgehe.
Wichtig zu wissen ist einfach, dass die Uhr diverse Gesundheitsdaten über den Tag sammeln kann. Dazu gehören natürlich die Schritte über den Tag. Wir können Schrittziele setzen, können auch direkt über die Uhr nochmal die Schritte über den Tag abrufen. Die Uhr kann die Herzfrequenz 24/7 und beim Sport messen. Durch Fingerscrollen können wir auch nochmal die Herzfrequenz für unterschiedliche Zeiten uns abrufen und die Ruheherzfrequenz. Außerdem haben wir die sogenannte Body Battery, das heißt, wie viel Energie dem Körper dann für sportliche Aktivitäten zur Verfügung steht und wie sich das Ganze dann über die Nacht wieder erholt hat. Außerdem wird natürlich der Schlaf automatisch erkannt und getrackt und wir haben den sogenannten Sleep Score, das heißt, der Schlaf wird dann von Garmin auch direkt bewertet und in einen Score gesetzt, wo maximal 100 Punkte möglich sind und die einzelnen Schlafphasen mit auch den Zeiten, wie lange man in welcher Schlafphase war und ein kleiner Text mit der Bewertung des Schlafs lässt sich direkt über die Epix abrufen. Außerdem kann die Uhr ein Stresslevel bestimmen, natürlich die Sauerstoffsättigung im Blut, wobei wir hier bestimmen können, wann und wie oft die Uhr das messen soll, entweder über den gesamten Tag, nur beim Schlafen oder komplett deaktiviert. Und natürlich lassen sich auch die Stockwerke über den Höhenmesser bestimmen. Wir haben die Möglichkeit, die Atemfrequenz zu messen und die Kalorien, sowohl aktiv als auch Ruhekalorien, werden von der Uhr zuverlässig erkannt und erfasst. Das heißt, die aktiven Kalorien dann das, was wir durch Aktivitäten tracken und die Ruhekalorien sind dann der Grundumsatz. Die Atemfrequenz kann auch in der Nacht gemessen werden, aber auch über den gesamten Tag. Und da sieht man, da kann man dann auch Atemübungen durchführen, um dann eine kleine Entspannungsphase zwischendurch zu erhalten. Ein weiterer Punkt, der jetzt hinzugekommen ist, der aber auch schon zum Beispiel bei der Venue 2 Plus zum Einsatz kam, war der sogenannte Health Snapshot. Hier werden 2 Minuten lang Körperdaten gemessen. Das ist sozusagen ein manuelles Starten der Messung der Körperdaten. 2 Minuten bleibt man da einfach ruhig sitzen und am Ende bekommt man dann Körperdaten angezeigt. Das kann man dann immer zu festen Zeiten durchführen, um dann vergleichbare Werte zu bekommen. Zum Beispiel, wenn man jeden Tag irgendwie um 6 aufsteht, kann man einmal diesen Health Snapshot durchführen und würde das Ganze dann auch in der App später einsehen. Immer um 6 hat man das gemacht und da hat man dann vergleichbare Werte, zum Beispiel von der Entwicklung des Stresslevels, von der Entwicklung der Atmung, des Pulses und auch vom Pulsoximeter. Und das ist eine einfache Möglichkeit, die Gesundheitsdaten in 2 Minuten schnell und einfach zu bestimmen. Auch von den Trainingsdaten bietet die Uhr umfangreiche Funktionen. Wir haben hier natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze über die Widgets abzurufen. Unter anderem wird ein VO2 Max bestimmt, sowohl für das Laufen als auch für das Radfahren. Und die Laktatschwelle kann auch einfach direkt über die Uhr bestimmt werden, entweder direkt über einen Laktatschwellentest oder wenn man annähernd an der Laktatschwelle läuft, wird die auch automatisch neu berechnet. Außerdem haben wir jetzt ganz neu eine sogenannte Laufprognose. Die gab es so eigentlich schon immer auf den Uhren. Jetzt ist sie allerdings noch etwas umfangreicher geworden. Wir haben nämlich jetzt auch die Möglichkeit zu sehen, wie sich das Training der letzten 4 Wochen auf die Laufprognose ausgewirkt hat, anhand so eines kleinen Graphens. Und das können wir sowohl für die 5 Kilometer als auch für die 10 Kilometer, den Halbmarathon und den Marathon abrufen. Und auch da sehen wir dann, wie sich unser Training die letzten 4 Wochen ausgewirkt hat. Neben dieser Laufprognose haben wir aber auch die Möglichkeit, den Trainingszustand abzurufen. Das ist ja auch eine Funktion, die es schon lange von Garmin gibt, wo man dann sehen kann, ob man sich in Formaufbau, Formerhalt, Formabbau oder in Bestform befindet. Und da bewertet die Uhr jetzt neuerdings auch ganz genau, wie man sich verhalten hat beim Training, ob man nur sehr anstrengende Trainings durchgeführt hat, im anaeroben Bereich oder zu viel im aeroben Bereich trainiert hat. Das Ganze wird dann kombiniert mit der VO2 Max und diesem Belastungswert, den ihr jetzt auch hier seht. Da sieht man genau, welche Tage man trainiert hat und wann, wie, in welchem Bereich. Und wenn wir ganz nach unten scrollen, sieht man direkt, dass ich im Grunde falsch trainiert habe. Ich habe nämlich sehr viel in diesem orangenen Bereich trainiert. Optimalerweise sollte jeder Bereich perfekt abgedeckt werden. Hier unten sieht man so ein kleines Optimal dargestellt und hier sieht man zum Beispiel, die mit geringer Intensität habe ich viel zu wenig gemacht. Auch das sollte dann nach Möglichkeit hier in diesem kleinen Rechteck sein. Da sieht man, da habe ich nur sehr wenig Aktivitätsminuten durchgeführt und viel zu viele im orangenen Bereich und dieses Quadrat oder dieses Rechteck markiert dann immer den optimalen Bereich. Wenn wir ganz nach unten scrollen, haben wir dann auch die Möglichkeit, die Erholungszeit uns abzurufen. Bei mir sind das jetzt 0 Stunden. Ich habe gestern eine Aktivität gemacht.
bin jetzt aber schon vollständig erholt, weil ich den Rest des Tages ruhig war und auch Entspannungsübungen oder grundsätzlich regenerative Aktivitäten können dann zur Reduzierung der Erholungszeit beitragen. Immer wenn hier oben so ein kleines i steht, man da drauf geht, kann man sich dann weitere Informationen abrufen. Das heißt, hier haben wir jetzt auch dieses kleine i. Wenn wir da dann einmal oben die Taste drücken, sieht man direkt, was da dann angezeigt wird. Und das funktioniert dann aber auch wirklich nur durch Drücken hier oben dieser Taste mit dem i. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf das Touch-Display gehen würde, passiert da nichts, sondern das geht dann wirklich ausschließlich über den Start-Stop-Button, wenn da oben dieses kleine i einmal aufblinkt. Neben dem Trainingszustand und der Erholungszeit bietet die Uhr aber ein weiteres neues Trainingsfeature, den sogenannten Stamina-Modus oder die Stamina-Funktion. Das sind sozusagen die Energiereserven in Echtzeit, das heißt während einer Lauf- oder Radfahraktivität kann man sich direkt auf der Uhr in Datenfeldern die Energiereserven anschauen. Hier unten haben wir die Energiereserven, die unteren 100% ist die Gesamtenergie für den gesamten Tag bzw. die Aktivität und das obere ist immer die kurzfristige Energie, die sich dann auch wieder während des Laufens erholt und man sieht auch direkt in Echtzeit, wie sich das Ganze auswirkt. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel einen anstrengenden Intervall macht, würde man sehen, wie hier oben die 100% immer weiter runtergehen. Im schlechtesten Fall dann bis 0% und wenn man sich dann wieder erholt, zum Beispiel zwischendrin mal geht, würde hier wieder ein grüner Pfeil aufleuchten und die 100% würden wieder langsam nach oben gehen. Also oben die kurzfristigen Energiereserven und unten die langfristigen. Und das kann natürlich helfen, dann die Energiereserven gerade für lange Aktivitäten wie zum Beispiel ein Marathon oder auch ein Intervalltraining optimal einzuteilen. Auf der Uhr selber lässt sich ja auch eine Karte darstellen, was gerade dann mit der Touch-Bedienung richtig viel Spaß bringt, weil das Scrollen durch die Karte viel einfacher fällt als mit den Bedienbuttons. Und man sieht ja auch, dass die Ladezeiten von der Karte hier bei der Epix nochmal deutlich geringer sind. Man muss aber natürlich vorher sich entscheiden, welche Karten man draufladen möchte. Das kann man entweder über den Kartenmanager machen, aber auch über Garmin Express. Das heißt, wenn man dann die Uhr mit einem Ladekabel an den PC angeschlossen hat, kann man sich auch die Karten draufladen, was dann auch schneller funktioniert als über die integrierte WLAN-Funktion. Ich habe jetzt ziemlich viele Karten draufgeladen. Ein Teil von Europa habe ich draufgeladen. Das Runterladen ist kostenlos der Karten und man kann bei Karte hinzufügen, dann einzelne Teile sich auswählen und die dann auch direkt über die WLAN-Verbindung auf die Uhr laden. Besser selektieren kann man das aber über Garmin Express. Da könnte man dann auch zum Beispiel nur einzelne Teile von Europa runterladen, wenn man gar nicht ganz Europa benötigt, weil ganz Europa knapp 11,5 Gigabyte sind und vielleicht braucht man ja gar nicht ganz Europa, sondern es reichen einem dann zum Beispiel auch die nordischen Länder oder die östlichen Länder. Das muss man dann ganz individuell entscheiden. Und hier sieht man auch immer sehr schön eine Größenanzeige der jeweiligen Karten mit angezeigt. Bei Garmin Express ist es noch etwas besser dargestellt. Anhand eines Balkens kann man dann sehen, wie viel Speicher die jeweiligen Karten belegen. Wenn man dann die Karte auf die Uhr geladen hat, kann man auch Karteneinstellungen vornehmen. Das empfehle ich auch immer, das einmal zu machen, weil es hilft, die Karte noch etwas besser darzustellen. Das Ganze findet man in den Einstellungen unter dem Punkt Karte. Und da kann man das Kartendesign anpassen, zum Beispiel auf Marine oder auf hohen Kontrast oder auf eine dunkle Darstellung. Das heißt, da wird dann der Hintergrund automatisch abgedunkelt. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier für Skifahren den Pistenmodus zu aktivieren. Das heißt, da haben wir dann noch detailliertere Skikarten. SkiView ist ja auch standardmäßig hier auf der Uhr installiert. Das heißt, die Topo-Active-Karten bringen dann auch einzelne Skigebiete mit den jeweiligen Pistenbezeichnungen und den Schwierigkeitsgraden der Pisten. Und so kann man dann verschiedene Einstellungen hier bei der Karte vornehmen, auch die entsprechend nach seinen Wünschen anpassen. Das ist aber eigentlich so, wie es hier auch voreingestellt ist, schon fast optimal dargestellt. Wenn wir dann in die Karte reingehen, können wir natürlich entweder wieder über die Bedienbuttons durch die Karte scrollen, aber mehr Sinn macht es tatsächlich mit dem Finger, weil da können wir dann ganz einfach auch über die Karte rüber scrollen und können dann durch doppeltes Tippen auf die Karte in die Karte reinzoomen. Sehr schön finde ich aber auch,
dass man die Buttons trotzdem noch benutzen kann, zum Beispiel zum Rein- oder Rauszoomen empfiehlt sich das, weil da nichts verdeckt wird. Man kann viel besser sehen, wo man jetzt hinscrollt. Und man sieht ja, die Karten sind auch sehr detailreich. Und wenn man jetzt zu einem bestimmten Punkt hin navigieren möchte, kann man auch natürlich hereinzoomen, damit man den auch ganz genau trifft. Da sieht man zum Beispiel, hier ist ein Restaurant und ein Parkplatz. Und wenn man jetzt zu diesem Punkt hin navigieren möchte, drückt man einfach oben die Start-Stopp-Taste einmal für lange, sieht dann direkt auch, was das Ganze ist. Nämlich hier das Restaurant oder das Naturschutzgebiet, wählt das Ganze aus und kann dann direkt über die Los-Taste dahin navigieren, entweder über eine Aktivität oder auch ganz normal über die Navigieren-Funktion. Neben dem klassischen Navigieren haben wir aber auch die Möglichkeit, auf Strecken zu navigieren, entweder Laufstrecken direkt mit dem Smartphone zu erstellen, auf die Uhr zu laden, GPX-Tracks fürs Wandern auf die Uhr zu laden und dann direkt auf diesen auch zu navigieren. Ich zeige euch einfach mal, wie das Ganze aussieht. Wir können die Strecke dann natürlich laden, die wir auf die Uhr draufgeladen haben, entweder über Garmin Express oder auch über das Smartphone. Und dann können wir auf der Karte uns verschiedene Points of Interest anzeigen. Hier sieht man jetzt, wie die Kartendarstellung dann aussieht. Das heißt, hier haben wir jetzt in Rot dargestellt den Track. Und auch hier können wir dann natürlich reinzoomen. Und die Points of Interest, die habe ich jetzt hier auf die Karte gesetzt. Und das ist zum Beispiel hier ein Erste-Hilfe-Punkt. Hier eine Toilette. Aber man kann sich natürlich diese Points of Interest ganz individuell auf seinen Track anpassen. Und hier sieht man jetzt auch sehr schön, wie detailliert das Kartenmaterial dann auch beim Wandern ist. Das heißt, auch da haben wir eine wunderbare Darstellung und können dann natürlich auch gut sehen, wann, wie, wo wir uns gerade befinden und ob wir abbiegen müssen oder nicht abbiegen müssen. Das heißt, die Uhr kann einen da schon zuverlässig dann über den Wandertrack navigieren. Diese Points of Interest oder Up Ahead Funktion wird auch noch anders dargestellt. Das heißt, wenn wir dann die Strecke gestartet haben, uns diese Points of Interest auf die Strecke vorher gesetzt haben mit Garmin Connect, dann können wir uns, wenn wir die Strecke gestartet haben, ein extra Datenfeld aufrufen. Das nennt sich Up Ahead und da haben wir dann die genannten Points of Interest. Das sind zum Beispiel dieser angesprochene Erste-Hilfe-Punkt, die Toiletten, Wasserstellen oder auch Verpflegungsstellen können das Ganze sein oder Hütten kann man dort auch eintragen und dann sieht man direkt, wie weit es noch bis zu der jeweiligen Verpflegungsstelle oder der nächsten Toilette sind. Das heißt, man hat ja viel einfacher die Möglichkeit, zu dann den bestimmten Punkten zu navigieren und hat direkt im Überblick, wie weit diese noch entfernt sind. Wir können uns direkt auf der Uhr natürlich auch ein Höhenprofil anzeigen lassen. Das wird automatisch generiert, wenn wir die Strecke erstellt haben. Sowohl hier für das Wandern und da kann man dann auch sehr schön beim Wandern sehen, wo man sich gerade auf diesem Höhenprofil über die gesamte Wanderung befindet. Das Höhenprofil ist abrufbar sowohl beim Wandern als auch bei selbst erstellten Laufstrecken. Das heißt, auch da haben wir dann die Möglichkeit, eine Laufstrecke zu generieren, entweder eine automatische oder eine vorgegebene, die direkt über die Uhr abzurufen und auch da haben wir dann die Möglichkeit, das Höhenprofil uns anzeigen zu lassen. Wichtig für das Laufen, weil es mich persönlich auch immer etwas stört, ist, dass man den automatischen Zoom auf der Karte deaktiviert. Das heißt, die Karte würde automatisch rein und raus zoomen. Ich persönlich bin eher ein Fan davon, dass man das automatisch entscheidet, wann man reinzoomen und rauszoomen möchte, weil es einfach viel angenehmer ist, wenn man dann zum Beispiel stark reingezoomt hat, weil man kleine Abbiegungen erkennen muss, die Uhr automatisch wieder rauszoomt und so hat man dann eigentlich den gesamten Track wunderbar im Blick. Hier ist der jetzt in lila dargestellt und so kann man sich dann auf dem Track beim Laufen ganz gut orientieren. Die Einstellungen, ob die Karte automatisch rein und rausgezoomt werden soll, kann man sich aber dann auch direkt in den Karteneinstellungen einstellen. Das heißt, wenn man aus der Laufaktivität reingeht, wieder in die Karteneinstellungen, da findet man dann den Punkt automatischer Zoom und da muss man dann das entweder deaktivieren oder aktivieren, je nachdem, wie man das haben will. Ich bin eigentlich kein Fan von dem Auto-Zoom, wenn die Karte das oder wenn die Uhr selber entscheidet, wann sie rein- und rauszoomt, weil ich da teilweise doch die kleinen Abbiegungen sehr schlecht erkannt habe. Die größte Kritik
bei einem Touch-Display, bei einer Garmin-Uhr war immer, dass es natürlich zu Fehlbedienungen kommen kann. Dem beugt Garmin aber ganz gut vor, indem sie ermöglichen, in den Einstellungen zu entscheiden, wann der Touchscreen deaktiviert oder aktiviert sein soll. Man sieht ja, wie man das Ganze ein- und anpassen kann. Und die Möglichkeit besteht auch, das für jede einzelne Aktivität zu entscheiden. Das hier sind sozusagen dann die globalen Einstellungen. Wir haben aber die Möglichkeit, das ganz individuell für jede sportliche Aktivität, die wir hier auf der Uhr vorfinden, zu entscheiden, ob dort das Touch-Display aktiviert oder deaktiviert sein soll. Wenn wir in die Aktivität reingehen, steht es in der Regel einmal oben auch drüber, ob für die jeweilige Aktivität das Touch-Display deaktiviert ist. In den Einstellungen können wir das dann aber ganz individuell nach unseren Wünschen anpassen und dann auch das Touch-Display für die jeweilige individuelle Aktivität aktivieren. So werden dann natürlich Fehlbedienungen ausgeschlossen, weil bei einigen Aktivitäten macht natürlich das Touch-Display Sinn. Gerade wenn man die Kartenfunktion, das Scrollen über die Karte bei einer Aktivität nutzen möchte, sollte man das meiner Meinung nach auch für die Aktivität dann aktivieren. Eine Funktion, die neu hinzugekommen ist, ist der sogenannte Schlafmodus. Diesen finden wir in den Systemeinstellungen. Wenn wir etwas weiter nach unten scrollen, da haben wir dann die Einstellungen Schlafmodus und da haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen. Da geht es gar nicht darum, die Uhr in einen Schlafmodus zu versetzen, damit der Schlaf richtig aufgezeichnet wird. Das ist ganz wichtig, das an dieser Stelle einmal zu erwähnen, sondern es geht einzig und allein darum, was mit der Uhr zur Nachtzeit passieren soll. Das wird gleich deutlich, wenn ich zeige, was man hier einstellen kann. Wir haben nämlich die Möglichkeit, für einzelne Wochentage einzustellen, wann die Uhr in den sogenannten Schlafmodus wechseln soll. Da können wir verschiedene Zeiträume aktivieren oder dann auch deaktivieren und zu dieser vorgegebenen Zeit wechselt die Uhr dann in den Schlafmodus. Und Schlafmodus bedeutet zum Beispiel, dass ein für die Nacht spezifisches Display-Design aktiv werden kann. Das heißt nicht dieses helle, strahlende Display-Design, sondern ein sehr abgespecktes, wo dann die Uhrzeit nur klein und dunkel dargestellt wird, sodass das Display dann nicht mehr so stark leuchtet. Wir können die Anzeige an sich aktivieren, deaktivieren, die Helligkeitsstufen einstellen und im Gegensatz zu der Standardeinstellung haben wir hier sogar 4 Helligkeitsstufen. Natürlich kann man dann das Display in der Nacht sehr dunkel stellen und auch hier haben wir die Möglichkeit, das Zeitlimit anzupassen. Das heißt, wenn wir das Display berühren oder halt eine Taste drücken, wird es halt für diese gegebene Zeit aktiv. Wir können aber auch den Touchscreen komplett deaktivieren. Das heißt, so passiert es dann eigentlich in der Nacht auch nicht, dass das Display mehr aus Versehen aufleuchtet, einen irgendwie blendet, wenn der Arm neben dem Kopf liegt, neben den Augen liegt, sondern wir können den Touchscreen dann für die vorgegebene Zeit komplett deaktivieren. Auch den Do Not Disturb Modus können wir aktivieren oder auch den Energiesparmodus und dieser Schlafmodus ermöglicht es halt, dass die Uhr gerade aufgrund des hellen Displays in der Nacht in einen Modus schalten kann, sodass das helle Display nicht stört und die Uhr nicht versehentlich aktiv wird. Starten wir jetzt mit den Sportfunktionen. Auf der Uhr sind diverse Sportprofile vorinstalliert, bis zu 60 Sportprofile laut Garmin. Und da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Natürlich das ganz normale Laufen, Wandern, Radfahren, Indoor-Radfahren, Schwimmbadschwimmen, aber auch Freiwasserschwimmen, Krafttraining, wo man Wiederholungen tracken kann, Stand-Up-Paddling, Windsurfen, Gehen, Cardio, Surfen, Kiteboarden und. Also es ist eigentlich für jeden was dabei. Für Triathleten die Multisportfunktion, die Ultra-Run-Funktion, das heißt für Läufe dann jenseits des Marathons, Laufbandlaufen, virtuelles Laufen, Laufbahnlaufen, Hallenbahn, Bergsteigen, Mountainbiken, E-Bike. Also man sieht, da ist tatsächlich einfach alles drauf, was man sich wünscht. Auch direkt ein Triathlon-Profil, nur Swim and Run. Adventure Race ist drauf für dann die Hindernisläufe, wenn man das Ganze nicht als Trailrun tracken möchte. Bouldern, Indoor-Klettern, Wintersportarten wie Skifahren, Snowboard, Skitouren, Langlauf, Schneeschuh, Wandern. Also so viele Aktivitäten, auch Wassersportarten wie Kajak, Rudern, Golfspielen, wo man dann sich auch die Golfplätze direkt auf die Uhr laden kann. Tennis, also man hat hier wirklich umfangreiche Sportprofile, man sieht das hier. Und das Schöne ist, bei diesen ganzen umfangreichen Sportprofilen
hat man dann auch die Möglichkeit, sehr individuelle Daten zu sammeln. Das heißt zum Beispiel, dass dann beim Rudern zum Beispiel auch die Schlagrate oder die Distanz pro Schlag angezeigt werden kann bzw. getrackt werden kann. Beim Krafttraining können Wiederholungen getrackt werden. Beim Bouldern kann eine Bewertungsskala und das jeweilige Schwierigkeitsgrad angepasst werden. Und so lassen sich dann für die einzelnen Sportarten sehr individuelle Daten sammeln. Und die Sportprofile sind auch schon vorangepasst. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier in das Skifahren reingehe, dann sieht man zum Beispiel hier, der Abstieg ist vorgegeben, die Maximal- und die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und so hat man das hier für die meisten Sportarten schon voreingestellt, angepasst an das Sportprofil mit den Daten, die dann Sinn machen. Wenn ich beim Stand-Up-Paddling reingehe, sieht man, da ist direkt die Schlagrate und die Distanz pro Schlag angezeigt. Und auch die Schläge insgesamt können hier erfasst werden. Und so ist dann jedes Sportprofil schon von Haus aus sehr individuell angepasst. Man kann sich aber jedes Sportprofil, wie wir das auch von Garmin kennen, ganz individuell so anpassen, wie wir das gerne hätten. Das Sportprofil lässt sich anpassen, indem wir in das Sportprofil reingehen. Ich zeige das jetzt mal beispielhaft für das Laufen. Und da sehen wir dann sehr schön, wie das Ganze dargestellt wird. Jetzt in diesem Fall habe ich jetzt 6 Datenfelder aktiviert. Man kann sich das aber individuell anpassen, indem wir in die Laufeinstellungen hineingehen. Und da haben wir dann die Möglichkeit, die Trainingsseiten so anzupassen, wie wir die gerne hätten. Bis zu 8 Datenfelder sind gleichzeitig anzeigbar und man sieht, man kann auch das Layout der Datenfelder so individuell anpassen, wie man das gerne hätte, entweder mit größer dargestellter Schrift und weniger Datenfeldern oder kleiner dargestellter Schrift und dann mehr Datenfeldern. Und so kann man das entsprechend seinen Wünschen anpassen, so wie man das gerne selber hätte. Und man kann natürlich die Datenfelder auch so abändern. Das heißt, an die Stellen kann man sich dann das hinsetzen, was man haben möchte. Das heißt, wenn man zum Beispiel die Herzfrequenz an dieser Stelle haben möchte oder die neue Stamina-Funktion, auch die lässt sich dann ganz einfach auf ein aktuelles Datenfeld setzen. Und das funktioniert grundsätzlich für jede Sportart. Das heißt, wir können uns die Datenfelder für jede Sportart individuell anpassen. Das heißt, sowohl fürs Laufen als auch für das Wandern haben wir die Möglichkeit, in den Einstellungen die Trainingsseiten einzustellen. Diverse Trainingsseiten stehen ja auch zur Verfügung. Selbst wenn man jetzt so durchscrollt, sieht man schon, wie das Ganze beim Wandern aussehen würde. Und wir haben die Möglichkeit, neue Trainingsseiten hinzuzufügen, die dann auch während der Aktivität angezeigt werden sollen. Das können zum Beispiel auch die Musikfunktion sein. Da sieht man dann Taste nach oben oder nach unten drücken, um die Position anzupassen. Und dann packe ich die jetzt einfach hier an die Stelle und dann hätte ich jetzt während meiner Wanderaktivität an einer Stelle dann die Musikfunktion. Und so kann man sich jedes Datenfeld so anpassen, wie man das gerne hätte. Sowohl natürlich von den Trainingsseiten als auch von den Einstellungen beim Wandern, zum Beispiel jetzt direkt, mit welchen Satelliten die Uhr arbeiten soll. Wir haben ja unterschiedliche Satellitensysteme. Bei dieser Variante normales GPS oder alle Satellitensysteme. Und wir haben bei der Saphir-Variante noch das sogenannte Multiband, was dann für einen noch genaueren Standort sorgen soll. Ultra-Track-Modus, da wird dann seltener das Signal vom Satellit geholt, sorgt für ungenauere Streckenaufzeichnung, dafür für eine sehr lange Akkulaufzeit. Ich habe eigentlich meistens alle Systeme aktiviert und fahre damit sehr gut und habe damit auch in den Bergen oder im Wald eine sehr gute Genauigkeit. Beim Schwimmbadschwimmen müssen wir natürlich die Beckengröße einstellen, damit dann auch die Bahnen richtig getrackt werden. Das können wir in den Einstellungen vornehmen oder bei erstmaliger Bedienung des Sportprofils. Auch Freiwasserschwimmen steht hier auf der Uhr zur Verfügung. Auch da haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Einstellungen vorzunehmen. Und so kann man wirklich jedes Sportprofil ganz individuell nach seinen Wünschen anpassen. Und beim Krafttraining oder auch beim Cardiotraining haben wir dann auch natürlich die Möglichkeit, uns Trainings von Garmin herunterzuladen. Das gilt auch für das Yoga oder Pilates. Da gibt es vorgefertigte Trainings, die wir kostenlos herunterladen können. Und diese können wir uns direkt auf der Uhr anzeigen und uns direkt von der Uhr durch die Trainings durchnavigieren lassen, mit auch einer schön animierten Darstellung der einzelnen Übungen. Das heißt, die Trainingsfunktionen sind sehr umfangreich, sowohl was diese herunterladbaren Trainings angeht,
Aber auch für das Laufen haben wir diese sogenannte Vorschlagsfunktion. Das heißt, die Uhr schlägt einem vor anhand der Belastung der letzten Tage, was man heute machen sollte. Und da sieht man, ich soll 5 Minuten 35, 5, 45 Minuten laufen. Man muss dieses allerdings nicht befolgen. Das heißt, hier sieht man, was für einen Nutzen das hätte, nämlich so diese Basisausdauer zu stärken. Und so kann man sich das dann sowohl für das Laufen als auch für das Radfahren sogenannte Trainingsvorschläge holen. Man kann aber gerade beim Laufen noch viel, viel mehr. Man kann nämlich diesen klassischen Vorschlag, den ich eben gezeigt habe, aber wir haben natürlich auch die Möglichkeit, Intervalle zu tracken, sogenannte Pace Pro Pläne abzurufen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Marathon mit einer bestimmten Taktik zurücklegen wollen, können wir das hier entweder direkt über die Uhr, besser funktioniert es aber über die Garmin Connect App abrufen. Wir können hier den schon angesprochenen Laktatschwellentest durchführen. Wir können gegen Aktivitäten antreten oder wir können uns auch den Garmin Coach herunterladen. Das sind vorgefertigte Trainingspläne für unterschiedliche Wettkampfdistanzen. Wir haben beim Training auch die Möglichkeit, die Herzfrequenz zu senden, zum Beispiel an irgendwelche externen Geräte. Gerade beim Indoorrad kann man das dann direkt an zum Beispiel die Swift-App senden. Das heißt, wenn man mit Swift trainiert, lässt sich einfach die Herzfrequenz dahin senden, automatisch die Herzfrequenz der Uhr. Das Ganze finden wir dann in den Einstellungen und können wir auch wieder für individuell für die Workouts entscheiden oder auch allgemein in den Einstellungen aktivieren. Und da finden wir den Punkt Herzfrequenz senden und dann würde die Herzfrequenz automatisch von der Uhr übermittelt werden und könnte auch von externen Geräten wie zum Beispiel einem Laufband oder einem Indoor-Radtrainer erkannt werden und dann auch in der jeweiligen App getrackt werden. Eine sehr praktische Funktion, die neu hinzugekommen ist, ist das direkte Bearbeiten von Einstellungen von der Uhr in der Garmin Connect App. Wenn die Uhr via Bluetooth mit dem Smartphone gekoppelt ist, können wir oben einmal auf unsere Uhr gehen, wählen dann natürlich das jeweilige Gerät aus, in diesem Fall die Epix. Und da haben wir dann die Möglichkeit, Einstellungen, die wir auf der Uhr vornehmen können, direkt in der App vorzunehmen, was natürlich viel übersichtlicher ist auf dem Smartphone als auf diesem kleinen AMOLED-Display. Und so sieht man auch viel besser, was für Einstellpunkte überhaupt verfügbar sind. Das können sowohl natürlich die Fitness-Einstellungen sein, aber es können auch die Darstellungseinstellungen sein. Das heißt, da kann man sich das noch individueller anpassen und bekommt einen viel besseren Überblick, was für Menüpunkte überhaupt zur Verfügung stehen. Einige Punkte funktionieren allerdings nicht über die App. Das ist unter anderem der Kartenmanager. Der muss direkt über die Uhr aufgerufen werden. Man kann aber kleinere Einstellungen bei der Karte anpassen. Aber wenn man dann auf den Kartenmanager in der App möchte, muss man das Ganze im Grunde auf der Uhr einstellen. Das funktioniert dann hier noch nicht. Gleiches gilt für Display-Designs. Auch die müssen direkt auf der Uhr voreingestellt bzw. abgeändert werden. Wo aber diese ganze Live oder diese Aktivitäten am meisten Spaß macht, ist tatsächlich bei den Aktivitäten. Dort haben wir nämlich die Möglichkeit, unter anderem natürlich die Position der einzelnen Aktivitäten auf der Uhr individuell anzupassen. Die Position, wie das Ganze angezeigt werden soll. Wenn wir jetzt nämlich zum Beispiel das Gehen an oberster Stelle oder weiter oben haben möchten, schieben wir das dahin, drücken einmal zurück, dann wird das Ganze abgespeichert, mit der Uhr synchronisiert und dann haben wir jetzt das Gehen zum Beispiel an dritte Stelle gelegt und nach der Synchronisation ist das dann auch so auf der Uhr sichtbar. Wo das Einstellen am meisten Spaß macht, ist aber, wenn wir eine bestimmte Aktivität anpassen wollen. Jetzt bin ich hier zum Beispiel in der Laufaktivität drin und die App erkennt bei gekoppelter Uhr dann, dass ich hier mich gerade in der Laufaktivität befinde und kann dann alle Einstellungen, die bei der Laufaktivität zur Verfügung stehen, direkt hier auf dem Smartphone abändern. Das könnte zum Beispiel das automatische Rundentracking sein. Verschiedene Alarme können aktiviert werden, das Herzfrequenz senden, die Touchscreen-Einstellungen können angepasst werden. Was aber am meisten Sinn macht, sind definitiv das Anpassen der einzelnen Trainingsseiten. Das kann nämlich in Echtzeit und live direkt über das Smartphone erfolgen. Das heißt, man kann auswählen, was für ein Layout der Datenfelder man haben möchte, kann zum Beispiel wieder auf dieses 8-Feld-Datenlayout wechseln und dann wird das Ganze auch direkt live auf der Uhr abgeändert. Auch wenn man dann die Datenfelder abändert, funktioniert das in Echtzeit und live. Das heißt, wenn jetzt hier dieses 8-Feld-Datenfeld ist und ich ändere das auf 5, zeigt er mir das dann so auch auf der Uhr an und das funktioniert natürlich um einiges schneller als auf der Uhr selber, auch wenn wir dann die einzelnen
Datenfelder wieder anpassen möchten, abändern möchten, in unterschiedliche Daten dahinlegen möchten, ist auf der Uhr natürlich viel mühsamer einstellbar als dann in der App selber. Das heißt, dieses Einstellen über die App ist ein riesiger innovativer Fortschritt, gerade in Bezug auf die Sportprofile, auf das Anpassen der Datenfelder für sehr viele Sportprofile, weil einfach so viele Sportprofile auf der Epix zur Verfügung stehen. Aber auch sonst machen die Einstellungen hier an dieser Stelle Sinn, weil man sehr viele Einstellungen, auch Systemeinstellungen, direkt einfach über die Smartphone-App durchführen kann und das Ganze ist dann nach der Synchronisation auch direkt auf der Epix sichtbar. Das können sowohl die Touchscreen-Einstellungen sein, aber zum Beispiel auch die Satelliteneinstellungen. Da kann man ja auch so eine globale Einstellung vornehmen, was da dann Sache sein soll, wenn man das nicht für jede einzelne Aktivität nochmal selber entscheiden möchte. Jetzt zeige ich euch noch ein paar weitere Features. Unter anderem haben wir wieder das Steuerungsmenü. Wenn wir oben links die Taste lange drücken, das ist ja so ein Schnellmenü, wo wir verschiedene Einstellpunkte finden, um darauf einen schnellen Zugriff zu haben. Das kann unter anderem natürlich auf die Bezahlfunktion sein, wenn wir unsere Kreditkarteninformationen direkt auf der Uhr gespeichert haben. Kann aber auch ein Speichern der aktuellen Position sein. Schnelle Anpassungen bei der Helligkeit, der Flugzeugmodus, eine Tastensperre und. Und dieses Menü können wir uns individuell anpassen in den Darstellungseinstellungen der Uhr. Das heißt, wir können hier Punkte rausnehmen und auch Punkte hinzufügen. Ein Punkt ist auch noch die Notfallfunktion. Das heißt, die Uhr kann Stürze automatisch erkennen, dann einen Hilfealarm absenden über das Smartphone. Da ist allerdings dann ein gekoppeltes Smartphone immer die Grundvoraussetzung und dann wird an einen Notfallkontakt der aktuelle Standort gesendet. Das heißt, das ist so eine Notfallfunktion, die einen dann im Notfall sozusagen Hilfe rufen kann automatisch. Allerdings funktioniert das Ganze wirklich nur mit gekoppeltem Smartphone, da die Uhr selber ja keine Internetverbindung hat und dementsprechend keine SMS dann an den Notfallkontakt senden kann. Eine weitere Funktion ist die Musikfunktion. Wir haben ja die Möglichkeit, uns Musik direkt auf die Uhr zu laden. Hier haben wir die Möglichkeit, verschiedene Streaming-Dienste zu benutzen. Die gängigste ist hier sicherlich Spotify. Und wenn wir einen Premium-Account bei Spotify haben, können wir dann direkt Playlisten auf die Uhr laden und auch direkt über die Uhr abspielen. Dann können wir die Uhr mit Bluetooth-Kopfhörern oder einer Bluetooth-Box koppeln und dann können wir diese Playlisten hier direkt abrufen, ohne dass wir unser Smartphone mitnehmen müssen. Das Herunterladen der Playlisten funktioniert via WLAN-Verbindung, dauert relativ lange und kostet auch sehr viel Akku, sodass ich empfehle, auf jeden Fall ein Ladekabel währenddessen anzuschließen. Es ist auf jeden Fall mehr als genug Speicher zur Verfügung, wenn man nicht ganz Europa auf die Standardvariante lädt. Bei der 32 GB Variante sollte das mit der Musik kein Problem darstellen. Was noch wichtig zu sagen ist, die Epix selber kann keine richtigen Sounds ausgeben, sondern lediglich ein Piepen. Dann bei den Aktivitäten mit Abbiegehinweisen oder auch bei der Benutzung der Weckfunktion. Ein richtiger Lautsprecher wie bei der Venue 2 Plus ist hier nicht verbaut. Das heißt, auch für die Musikfunktion muss man dann ein Bluetooth-Gerät mit der Uhr koppeln. Ansonsten lässt sich aber auch natürlich lassen sich diverse Sensoren mit der Uhr koppeln. Das können auch Radfahrtrainer natürlich sein. Und natürlich auch diverse Brustgurte, sowohl Ant Plus als auch Bluetooth wird hier unterstützt, sodass dann zum Beispiel auch Radfahrtrainer oder richtige Laufbänder mit dieser Uhr problemlos gekoppelt werden können. Außerdem haben wir die Möglichkeit, in dem Batteriemanager direkt einzustellen, wie der Akkuverbrauch sein soll der Uhr. Da bekommen wir immer eine Hochrechnung direkt. Über den Verbrauch können die Uhr in unterschiedliche Energiemodis versetzen. Da sehen wir dann direkt, wie sich das Ganze auf die Akkulaufzeit auswirkt, wenn wir das Ganze umschalten und haben auch die Möglichkeit, dann die erwartete Akkulaufzeit automatisch von der Uhr zu berechnen. Und da haben wir dann die Möglichkeit, das auch direkt in einem Datenfeld hier an dieser Stelle auf dem Watchface auszugeben. Ich hoffe, ich bin auf die wichtigsten Punkte eingegangen. Bitte entschuldigt, wenn es nicht alle Punkte waren. Ihr könnt natürlich weiterhin Fragen zu Epix in den Kommentaren stellen. Ich werde die schnellst und bestmöglich beantworten. Ich habe die Uhr schließlich am Handgelenk, kann dann auch vielleicht selber nachgucken bei einzelnen Menüpunkten, bei einzelnen Funktionen, wie das Ganze funktioniert und euch dann direktes Feedback geben. Wenn euch dieses Video ansonsten gefallen und auch weitergeholfen hat, könnt ihr mich einfach unterstützen, indem ihr einen Daumen nach oben da lasst. Wenn ihr mögt, auch gerne ein Abo und dann sehen wir uns vielleicht schon beim nächsten Video wieder.